Artifex Mundi. Und damit herzlich willkommen zum Rätsel, zum Himmelbildwochenende. Rätsel der Zeit 2, Geister der Vergangenheit in der Sammler-Edition. Ja, und dann legen wir doch mal los mit Geister der Vergangenheit. Wir spielen im Expertenmodus. I keep having a recurring dream. There's a grand old oak tree with eyes as if it's a man. Then a huge mansion grows around the tree. But the family living there is cursed. They suffer mysterious deaths, accidents, murders, suicides. I sense an evil presence there, hidden, waiting for me. Ja, und mittlerweile haben die Leute von Artifex Mundi einen richtigen Übersetzer, dass ihr in diesem Bild merken werdet. Wir öffnen mal die Tür. Oh, hallo, mein Freund. Go ahead, take it. Da ist sie, geheimnisvolles Paket. Na, wir schauen jetzt mal ins Tagebuch. Seit fast einem Jahr habe ich jede Nacht denselben Traum. Eine Eiche, tödliche Flüche, ein enormes Anwesen, Kristalle, vage Erinnerungen an die Kindheit, bevor ich ins Waisenhaus kam. So viele Jahre sind seitdem vergangen. Als ich volljährig wurde, versuchte ich mehr über meine Eltern zu erfahren, jedoch hatten sie ihre Spuren zu gut verwischt. Ich fand mich mit dem Gedanken ab, dass ich sie nie kennenlernen würde und verwandte meine Energie darauf, was Gouvernante zu werden. Ich unterrichtete Biologie, Physik und Sprachen, was mir schnell einen guten Ruf in der Oberschicht einbrachte. Ich ließ meine Vergangenheit hinter mir. Das Einzige, was mich mit meiner Kindheit verbindet, ist ein Halbmond-Medaillon und eine Rasse, mit denen man mich auf der Türschwelle fand. Der wiederkehrende Traum hat etwas mit meiner Vergangenheit zu tun. Jede Nacht wird er intensiver, fast so, als wolle er, dass ich meine Wurzeln nicht leugne. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Ich hatte heute Abend niemanden erwartet, vor allem keinen Boten mit einem Paket. Warum gerade jetzt? Vielleicht machen mich diese Träume ein wenig misstrauisch. Und ich habe einen ziemlich zu in der Nase, jetzt nehmen wir hier mal den Schirm mit. Können wir nochmal mit ihm reden? This package contains important information about your family. Ah ja, okay. Hier kann ich etwas abstellen. Okay, jetzt können wir das anschauen und mit bloßen Händen bekomme ich es nicht auf. Natürlich! Dann willkommen zum ersten Wimmelbild. Jetzt dürfen wir wieder wimmeln. Wie schon beim letzten Mal gesagt, diese Wimmelbildreihe ist ziemlich wimmelbildlastig. Okay. Was brauchen wir? 1 Kilo Salz. Wo ist die Waage? Und die Musik ist natürlich auch super gemacht. Dum, 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 dum. Waage? Da, Waage. Gut versteckt natürlich. Ah. Jetzt wollen wir noch einen Grashüpfer. Ein Fernglas, einen Trichter, da ist das Fernglas. Eine Schere. Bernstein. Nein, das war kein Bernstein. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wie die beim letzten Mal hieß. Ah, hier ist die Fliege drin. Ein Ei.
Das ist jetzt ja nicht der Trichter, das ist ein Hörrohr. Da ist der Trichter. Dann brauchen wir noch eine römische 4. Das hier ist definitiv mehr als 4. Hier haben wir eine normale 4 und eine Lupe. Ach, eine Gleichung, da fehlen noch die Zeichen. Da haben wir ein... haben wir PR, also die Formel für den Kreisumfang. Nein, Kreisformel lieber. Oder war es Umfang? Pi mal R? Doch, das war der Umfang. Pi R Quadrat war die Fläche. Hier haben wir 500. Nein, 11 auf 50. Also haben wir 50, 60, 70, 65. Setz mal, immer wenn ich aufnehme, habe ich es im Hals. Unglaublich. Was habe ich gesagt jetzt? Achso, hier, genau. 75 haben wir hier. Aber wir haben hier alle Zeit der Welt. XE? Hey, hey, hey. Da, der Skorpion. Wir brauchen immer noch normale Sachen. Nicht so wie immer. Nur nach den versteckten Sachen. Einen Grashüpfer brauchen wir noch. Den Bernstein. Ist das hier kein Bernstein? Nein. Das Spiel mobbt mich wieder. Da. Auch nicht. War Bernstein nicht doch blau? Nein und nein und nein und nein. Wir brauchen noch ein Gleichzeichen. Für die Gleichung natürlich, weil 2 plus 2 gleich 4, aber da brauchen wir noch ein Gleichzeichen. Das war Bernstein, genau, der war gelb. Oh Mann. Haben wir noch einen Grashüpfer? Wo sind wir hier denn? Einen Grashüpfer finden. Jetzt kommen wir voran. Haben wir noch eine 4? Römisch natürlich. Und noch eine Gleichung. Wo ist das Gleichzeichen für die Gleichung? Das kann doch nicht so weit weg sein. Und diese 4 kann auch nicht so gut versteckt sein. Obwohl es auch die 4 kann gut versteckt sein, aber das Gleichzeichen noch nicht. Naja. Dann. Die Gleichung ist erledigt. So, und die römische 4 ist auch weg. Und wir bekommen die Schere natürlich.
Venedig, 18. Juli 1830. Liebe Esther, ich hoffe, du erhältst diesen Brief bei guter Gesundheit. Ich hoffe, dich hiermit nicht unnötig aufzuwühlen, doch du hast eine Familie, obwohl ihr euch nie begegnet seid. Ich wollte dir dies persönlich sagen, doch nun bin ich alt und schwach. Ich bin deine Tante und schreibe dir aus Venedig. Andere Familienmitglieder lebten einst in London, im Greyward-Anwesen. Nun steht es verlassen und verfällt langsam. Besuche es einmal, um ein Gefühl für deine Geschichte zu bekommen. Dann sehen wir, wie du nach Venedig kommst. Deine Tante Helen. Ein Bild. Das Bild von Venedig. It looks like my medallion would fit here. Ja, aber das haben wir nicht. Dazu schauen wir mal in die Kiste. Hier haben wir erstmal die. It looks like a heart-shaped jewel was once set in my rattle. Okay, das können wir nicht mitnehmen. Wie immer halt. Hier bekommen wir einen leuchtenden Türgriff und ein Feuerblick. Ich komme schon. Reden wir mal mit ihm. Board the coach, my lady, and I will take you wherever you please. Ja. Are you a princess? Bist du eine Prinzessin? Gladys is having another baby. I saw a fabulous dress the other day. Ja, dann gehen wir zum Anwesen. Und wie ihr seht, kommt man hier nicht rein. Bis zur Ankunft des Erben geschlossen. Hier haben wir nochmal irgendein komisches Teil. Ein Messergriff, ja toll. Hier haben wir etwas zum Abschrauben, aber wir haben keinen keinen Schraubenschlüssel. Komme ich nicht heran. Der Wasserspeier kann... Macht mir keine Angst, ich nutze ihn, um über den Zaun zu klettern. Ja, wir haben kein Seil. Da ist das Seil, hinter der Textbox. Jetzt haben wir ein kurzes Seil und können über den Zaun. Hier bekommen wir natürlich ein Messer. Brauchen wir nur noch eine Schraube. Und schauen uns hier ein bisschen um. Wir brauchen ein Seepferdchen, einen Kleiderbügel, eine Schriftrolle, eine Haarbürste, ein Bügeleisen, ein Hammer, eine Peitsche, eine Ölkanne, ein Kranz, eine Feder, Pilze und ein Topf. Dann schauen wir mal, was wir hier finden. Eine Taschenuhr, eine Bürste, ein Hufeisen, eine Mondaussparung, Aussparung, ein Topf, dann haben wir die Peitsche. Ein Schlüssel brauchen wir, glaube ich, nicht. Nein. Aber ein Kleiderbügel brauchen wir. Hammer. Nein, Hammer. Sehr komisch angelehnt. Eine Ölkanne. So, dann brauchen wir noch einen Kranz. Das sind keine Pilze. Und das hier? Auch nicht. Das hier sicher nicht. Ein Seepferdchen brauchen wir auch noch. Hat ich das nicht schon irgendwo gesehen? Da, Bügeleisen. Das brauchen wir noch. Dann brauchen wir noch eine Feder und Pilze.
Hier kann man noch was ansehen. Darin befindet sich eine Nachricht. Haben wir irgendein Werkzeug, das wir mitnehmen können? Nein. Ein Kelch, eine Sanduhr, ein Zylinder. Ein Stuhl, ein Bild, ein Kästchen, ein... So ein Ding mit Fächern. Wo ich nicht mehr weiß, wie es heißt. Ein Brief. Da, Pilze. Pilze. Feder, gleich nebendran. Kein Wunder, finde ich das Zeug nicht, wenn das nebeneinander liegt. Brauche ich noch etwas, um dieses Teil aufzumachen. Hier liegt aber nichts. Wollen wir noch dieses formalidierte Seepferdchen? Seepferdchen. Wo bist du nur? Nein, ich habe hier einen Kartoffelschäler gefunden. Und eine Waage. Aber no Seepferdchen. Manchmal kommt es mir so vor, als gäbe es die Sachen hier nicht. Ganz komisch. Schon sehr komisch, sehr komisch. Und ab dafür. Wir bekommen eine Ölkanne. Und sie ist an, vollkommen verbarrikadiert. Eigentum des Grafen Ambrose. Wie ihr seht, wir spielen immer noch jemand der Ambrose-Familie. Ich könnte den Riegel mit etwas Sinnem anheben. Okay, wir haben jetzt auf alle Fälle die Befestigung für das Messer. Auch wenn man das nie im Leben so einfach so reinstecken kann. So, jetzt kommt man normalerweise hin. Zack. Die hätte auch einfach schnell heimgehen können. Oh, seht mal ein. Sitzt dort jemand, der ist so dunkel, dass ich nicht sehen kann. Diese Kerzen sollten genügend Licht spenden. Naja, muss ich noch irgendwas anzünden? Da können wir noch etwas ansehen. Esther. This must have been my baby carriage. Jetzt wissen wir auch, wie unsere Hauptcharakterin heißt, und zwar Esther. Verdammt, wie ging das nochmal an? Achso, das sind nur ein Siegel und kein Feueremblem. Gut, dann gehen wir kurz nochmal heim und schauen, ob wir da etwas finden. Da haben wir einen Weinsetzling, da können wir erst später. Wir haben den Montag, der 11. November 1830. Naja, leider haben wir nicht den 11. November. Sondern erst den 5. und zwar 2015. Aber wie wir wissen, ist es. Ist das in den Zeitspielen ziemlich irrelevant. Ich finde kein Feuerzeug.
Mit was mache ich jetzt das an? Diese Kerzen sollten genügend Licht spenden. Ich habe ein Medaillon, einen Kristallgriff, ein Siegel, eine Ölkanne. Aber kein Feuerzeug. Toll. Doch, da haben wir ein Feuerzeug. Beziehungsweise Streichhölzer. So, jetzt können wir auch endlich da anmachen. Und jetzt können wir das anschauen. Ja, genau. So dunkel ist es nicht mehr. Ha, das ist doch nur eine Puppe. Wie unheimlich. Alle Erwachsenen sind besorgt wegen des Kristalls. Ich frage mich, ob es etwas mit Vivian und Merlin zu tun hat. Wie konnte sich so ein kluger Mann wie er in so eine böse Frau verlieben? So, hier können wir noch nichts ansehen, dann gehen wir mal da raus. Abgeschlossen, was sonst? Ja. Wo wäre denn die Herausforderung? Hier haben wir einen Schlüssel. Und ein ein magischer Würfel oder so. Seltsames Modul oder so. Heute ist mein Onkel nach Venedig aufgebrochen. Es geht um ein Geheimprojekt, das den Kristall betrifft. Ha, witzig. Das leuchtet. Die ganze Zeichnung ist schwarz-weiß, aber das Emblem oder Siegel leuchtet blau. So, wir haben einen Schlüssel. Schwupps. Und natürlich haben wir erstmal noch Mitbewohner. Oh, es ist hier schon wieder dunkel. So, wie ihr seht, muss alles grün sein. Achso, das ist der Aufbau. Ach, verdammt. Das habe ich schon verkackt. So. Dann Zweifer. Ach, dammit. Naja, es reicht nicht. Okay, wir versuchen es nochmal. So. Oh, wieder um 1. Wir versuchen es noch einmal. Ach nein, wieso kann ich nicht resetten? Ah, jetzt geht es aber. So, so, so. Okay, ich hab's doch drauf. Aber ich habe länger gebraucht, wie im ersten Mal durchspielen. Portable Zeitmaschine, Messgerät, Zeitkristalle, Hilfsanzeige, Hauptanzeige, Modul Moskau, Modul Venedig. Hier seht ihr, brauchen wir ein Zahnschloss, haben wir nicht. Eine Kiste, braucht ein Sonnenemblem, haben wir nicht. Ein Vorhang, da können wir raus. Weil wir den zweiten Kristallgriff haben. So.
So. Hier fehlt noch etwas. Steckt fest, ich glaube, der Mechanismus klemmt. Na. Öl hilft immer. Auch wenn es total daneben gespritzt wird. Und wir sehen hier, dass hier ein Fire Emblem hinkommt. Das ist das Fire Emblem. Word, what was that? Maybe I should fix this to stave off further damage. Ja, und jetzt haben wir richtig Chaos angerichtet. Falzdefekt 259. Ja, if broken 259. Da haben sie es nicht übersetzt. So, und ihr seht, ganz komische Sachen. These cocoons can't be good for the place. Jetzt haben wir natürlich mehr Chaos angerichtet. Esther, die Chaos-Tante. Januar 1796. Wir empfangen eine ungewöhnliche Aktivität von Vivian. Die Energiemeister sind im kritischen Bereich. Ich hoffe, dass dies kein Anzeichen für Ärger ist. Oh doch. Dieser Spalt ist zu breit. Naja, wir können das jetzt mal öffnen. 259. Andere Richtung. Was gar keinen Sinn macht von den Pfeilen her. Zwei, fünf, neun. Und noch das Medaillon. What was that? Was it my imagination, or did the text just change? Also wer noch genug Zeit hat, sollte mal das den folgenden Text lesen. Nee, ich kann so schnell nicht lesen. Ihr könnt Pause drücken. Das Ritual muss alle 4 Jahre wiederholt werden. Die Siegel müssen entsprechend der Reihenfolge rechts verwendet werden. Ansonsten wird der Zauberspruch gebrochen und das Ritual muss wiederholt werden. Siegel des Wassers, Siegel des Donners, Siegel des Feuers, Siegel der Natur, Siegel des Lebens. Und wir haben natürlich mit dem Siegel des Feuers angefangen. Und haben auch unser erstes Teil bekommen, das haben wir schon gelesen. Da fehlt uns immer noch etwas für. Ja, der Spalt ist zu breit, um hinüber zu springen. Mal schauen, ob wir in der Banketthalle noch etwas finden. Bis auf Kokons. Also das ist aber schwierig und ziemlich nervig. Das kann man vielleicht nicht so oft. Liebe Anna, ich hoffe, du bist wohl auf und genießt die Zeit bei Tante Loretta. Dein Vater und ich vermissen dich sehr. Du wirst nicht glauben, in welchem Aufruhr sich das Haus befindet. Onkel Arnold hat die Zeltmaschine überladen. Nun sind die Einzelteile überall im Haus verstreut. Eins habe ich sogar im Hinterhof gefunden. Achso, ja, hier sind noch die Bretter. Achso, ja, im Hinterhof. So weit sind wir noch gar nicht. Naja, auf alle Fälle brauchen wir die Bretter, um über das Loch im Boden zu kommen. Und wie ihr seht, brauchen wir hier jede Menge Sterne. Gehen wir mal weiter im Korridor, hier liegen noch mehr Zettel. 26. Januar 1796. Wir haben entschieden, die Fesseln des Kristalls mit einem uralten keltischen Ritual und den Elementarsiegeln zu verstärken. Ich hoffe, dies wird Vivian zurückhalten.
Ein Lappen.